Servus Leute und willkommen zurück zu Portal Knights. Ja, Portal Knights ist mittlerweile bei mir ein Suchtspiel ohne Ende geworden, denn man will einfach immer weiterkommen, immer nächstes Portal, immer weiterschaffen. Und was es auf sich hat, ist es, dass ich Zen das mal kleinen Spaß erlaubt habe und ich habe ihm das mal geholt. Das heißt, irgendwann wird es auch dazu kommen, dass wir gemeinsam zusammen spielen werden. Ich wäre jetzt nämlich am Craften vorher dran. Es gibt ja hier diese neuen Dinger. Schmelzofen gibt es Eisenbarren. Uninteressant. Ist ja nichts. Ich muss mal gucken, gibt es jetzt hier dann diese Schieferdinger oder gibt es ja erst ab dritter Stufe dann vermöglich erst dann Schmelzofen? Nein. Nein. Haben wir auch nichts mehr für einen Schmelzofen. Also gar nichts mehr. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir vielleicht in den Schmelzofen rankommen. Ich weiß nicht, wo man die Obsidianblöcke herbekommt. Das ist die erste Sache. Aber was wir machen können, ist sie ausweiten. Das heißt, wir brauchen Eisenerz. Und wir müssen ein bisschen was töten. Muss auf jeden Fall ein bisschen weiterkommen. Komm, komm, komm. Ich hätte gedacht, mein Pet wird auch irgendwas machen, aber er macht es anscheinend nicht. Nehmen wir auf jeden Fall den Levelaufstieg mit. 3 Punkte, einen noch da rein. Attribute gibt es erst ab 15 wieder 2 zur Auswahl, aber wir haben noch auf jeden Fall einiges vor uns zur Auswahl. Hier wäre der Ausstieg. Und die habe ich doch irgendwo auch nochmal gegraben, oder? Ja. Weil ich hier exzessiv hier kein Erz gefunden habe. Wie viel habe ich denn noch taschenmäßig frei? Ich habe auf jeden Fall Platz. Das heißt doch für uns, wir können hier ein paar Blumen mitnehmen. Kann ich denn eigentlich die so anpflanzen? Kann in jedem rum. Okay. Darum ging es mir. Dass man so ein bisschen was durchgucken kann, wo die denn auch wachsen. Alles klar, wie gesagt, es gibt jetzt nur noch gelbe Fragmente. Da kannst du für rumballern, wie du willst. Ich hau jetzt erstmal ab. Ich brauche nämlich Eisenerz. Jetzt ist die Frage, kriegen wir denn fürs nächste schon Eisenerz? Ah. Aquamarin-Papagei. Au. So, hier ist gerade gar nichts. Wäre dann ja höchstens hier Basaltblöcke rum. Wir reisen mal dahin. Vielleicht gibt es da das nächste. Also wir brauchen auf jeden Fall Eisen jetzt erstmal ein bisschen en masse. Für den Anfang. Es wird auf jeden Fall wieder sein, dass ich ein bisschen offline da reingehe. Aber wir können es ja auch so schaffen. Aber es gibt ja sozusagen keine Möglichkeit, dass man schneller tiefer irgendwo hingraben kann. Und hier waren wir ja nicht. Hier haben wir nur mal geguckt. Die Frage, bauen wir uns denn rüber? Ich glaube, das wäre einfacher, einfach das hier so zu machen. Ja, unsere Maus kommt immer hinter uns her geportet. So, meine Freunde. Hallo. Plaudern. Okay, ja, ich bin ein Wanderer, das ist klar. Ich kann jetzt so weit reingehen, aber habe ich schon fast gedacht hier. Dass hier unten irgendwas lauert auf uns. Aber kein Problem. Tür auf. Oh, eine Mumie. Mal schön was an die Mumie klatschen hier. Aua, 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 aua. Komm weg mit dir. Leinstoff, antike Zähne, wie gesagt, die brauchte ich für irgendwas, aber ich weiß noch nicht mehr für was das war. Oh, kotzt wie ein Anlass an, ey. Aber nicht mich. Wir kommen auch ganz mehr Herz. Kann das sein? Ja, ne? Leinenstoff.
siehst du ja nichts. Eine stinkige Mumie. Na, du kannst ruhig schön da bleiben. Lup. Alles klar. Das fängt auf jeden Fall jetzt schon gut an. Aua. Ich sehe gar nichts. Aua. So ein Scherz jetzt hier, ne? Weiche doch. Mein Gott. Geh weg von mir, ey. Ich hole mal so eine Schrift und der Heilung einmal. Auf jeden Fall ein bisschen besser. Ey, das wird ja immer schlimmer hier. Du bist in so einem Raum eingefecht, wo du gar nicht richtig durchkommst. Münzen, Erfahrungspunkte, also ja, nichts. Jetzt ein Herz noch gegeben, super. Münzen, Münzen, Münzen. Ey. Langsam werden die Mumien aber auch lästig, ne? Geh weg von mir, geh weg von mir, geh weg von mir, du blödes Viech. Tschüss. So. Okay, wie kommen wir jetzt hier raus? Also hier gibt es keinen Durchgang, da gibt es keinen Durchgang, hier gibt es auch nichts mehr. Und hier habe ich auch nichts mehr gesehen, oder? Habe ich hier was verpasst? Nein, habe ich nicht. Das ist der Basaltblock, okay. Ich schaue, ob ich ihm nur einen Eingang verpasst habe. Anscheinend nicht. Das heißt, man wird ja sozusagen hier feststecken, aber ich glaube, man kommt ja auch so hier raus. Die Basaltblöcke will ich behalten, aber die Erde, da haben wir ja genug von noch. Ungefähr hier. Kommt das hier wieder hin? Ich muss hier nur irgendwie. Ah, so kommen wir raus. Da gibt es noch eine Hütte. Ganz genau, dass du viel Schaden machst. Das habe ich ja gesehen. Sack, ey. Kann man die essen? Die kann man essen, die Palmfrucht. Na, hier gibt es noch Palmblättchen, aber ich habe noch kein kein Eisenerz gefunden. Schau mal, Quäften. Blöcke, 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 Blöcke da. Zwei noch davon, da gibt es auch noch welche. Wie glaube ich denn mittlerweile wieder? Zwei und ein, okay. Nehmen wir erstmal wieder das mit. Hier gibt es den Basalt, okay. Ganz die Frage, was gibt es denn noch hier? Okay. Wenn du nichts hast, dann hast du nichts, mein Freund. Da können wir beide auch nichts ändern. Ich frage mich nur, wo das Portal ist. Eisenerz wäre schon ganz interessant, aber es gibt es ja, glaube ich, noch nicht hier. Es gab es ja hier vorne irgendwo. Da, glaube ich. Nee. Da. Da.
da wären, ne? Ich glaube, im Maya Delta gab's Eisenerz. Eisenerz ist ja, wie gesagt, nicht unwichtig gerade. Deswegen, das kann auch vielleicht noch später ein ganz gutes Material werden, was wir brauchen. Maya Delta. Flupp. Du musst es auch gleich wieder übertreiben, mein Freund, ne? Ah, jetzt verschwindest du, oder was? Du bist so ein Sack. Hab ich das nicht hier irgendwo gefunden? Weil hier gab es diesen Quarz. Da wollte ich mir unbedingt diesen Quarzbohrer machen, oder diesen Bohrer noch dafür. Aber hier war doch Eisen. Täusche ich mich. Müssen wir in die Maps reingucken. Also hier gab es kein Eisen. Da gibt es gerade keine Informationen zu. Hier auch nicht. Hier muss es doch. Nee. Nö. Da habe ich den Eisen gefunden. Also gesehen habe ich schon mal irgendwo wieder. Ah, nicht du, ey. Spuckner Mini-Drache. Stirb, 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 stirb. Badapap. Erst den Platten machen, dann können wir mit der Schildkröte weitermachen. Hier unten war ich doch schon mal. Hier unten war ich noch nicht. Sterben hier. Und das ist nämlich die Rache dafür. Grünes Brutalfragment, das ist auch schon mal nett. Hanertränkchen. Oh, ein mächtiger gibt es hier schon. Okay. Das war natürlich jetzt nicht lustig. Okay, wir brauchen was zum Hochbauen, Hochbauen, Hochbauen. Kein Problem für mich mit Erde. Oben angekommen. Na, jetzt aber fraglich. War das hier oder war das in diesem komischen Leckgebiet? Eisen will ich haben. Krass, wenn man nicht mehr weiß, wo es war. Kaka. Nicht machen. Gar nichts. Och nö. Ich weiß, dass ich die nicht mag. Die noch ein bisschen zu stark sind, die Jungs. So, Basalt gibt's hier. Das ist nicht das Problem. Basalt können wir mal mitnehmen. Aber es gibt hier kein. Kein Eisenerz.
bin ich gerade ein bisschen überfragt. Von hier kann man denn auf jeden Fall auch. Ja, da muss ich erst nochmal zum Hinterdorf. Geht ja nicht anders. Da muss es ja auch noch ein zweites Portal geben. So, vom Hinterdorf sind wir da hingekommen. Da gibt es aber auch nur die. Und von hier aus kommen wir noch ein Gebiet weiter. Müssen wir natürlich auch aufpassen. Zweiter Schuss von der Seite irgendwo. Blöde kleine Frostmade, Frostmade, Frostmade. Kleine blöde Frostmade. Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Da kannst du machen, was du willst. Nee. Ich habe auch keinen Bock, irgendwie riskant darüber zu springen. Weil der sowieso schon so weit springen kann, der Arsch. Hier ist auch Ende Gelände, aber wir können, glaube ich, zur Landeplattform springen. Genau, das geht. Dann gehen wir diesen Weg hoch. Irgendwo muss es zum zweiten Portal gehen, was die noch nicht aufgemacht haben. Nur die Frage ist, wo ist es? Stirb, du kleiner gefallener Krieger.